Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play auf diesem Kanal. Ja, ich entschuldige mich nochmal, dass in der letzten Zeit keine Videos kamen. Hoch, nicht haken, bitte, danke. Und ja, also im letzten Mal haben wir ja gesehen, dass Penny die Hochzeit mit Korga abgelehnt hat und Fitnessflo kam ins Häuschen. Und ja, wir werden jetzt weiterspielen. Ich werde auch in der nächsten Zeit ein neues Haus bauen. Und ja, also hier haben wir die Jasmine Jones und die Julia Jones. Aber ja, wir haben, genau, ein bisschen Geld haben wir. Huch, da wollte ich gar nicht hin. Und jetzt werden wir hier einmal was, oder wie gut verstehen die beiden sich denn? 100% Korga haben wir schon. Ne. Da, bei ihr muss ich hin. So, mit Korga ist er verfeindet. Wir könnten eigentlich Korga und Penny wieder zusammenkriegen. Jetzt hier oben ist eine Abstimmung. Soll Penny mit Fitnessflo zusammenbleiben oder wieder mit Korga anschließend haben, außerdem haben sie ja mit, hat Korga ja mit Penny zwei Kitties, aber das ist halt nicht so schlimm. So, Flöchen, kannst das mal, hallo, 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 so doof. So, ich hoffe, der macht das. Kannst du mal genießen, Umgebung. So, kannst du dich mal hier um die Kleine kümmern. Spiel mal mit der. In die Luft werfen. Penny. Musst du nicht eigentlich gleich arbeiten? Ach, erst um 10 Uhr. Ach, wir wieder, okay. Die Kleine schläft, oder? So. Ich glaube, euch geht es eigentlich soweit ganz gut. Kannst das hier aber mal eben kurz aufräumen. Keiner. Er muss denn arbeiten? Muss er? Ach, er muss arbeiten. Okay. Auf Wiedersehen. Ja, ich komme ja schon. So, also Penny, du könntest das aber mal bitte jetzt hier mal wegrollen. Was ist denn los? Kommst du da nicht raus oder was? Komm mal hier hin. Okay. Flasche spülen. Tu das mal. Umgebung, dann kannst du mal duschen gehen. Ja, kannst das mal säubern. So, also irgendwie läuft die Folge hier jetzt gerade echt aus dem Ruder. Aber egal. So. Penny hat heute frei. Das ist gut. Danach kannst du das hier mal bitte aufräumen. Und ja. So. Wie geht's ihr? Ihr geht's ganz gut, ne? Also wir müssen gucken, dass wir die beiden dann, also ihr könnt dann halt jetzt entscheiden, hier oben, Korga ja, Korga nein, Umgebung, kannst mal anrufen, Service,
So, also wir werden uns jetzt erstmal eine Putze Bankipokerin, Gärtner, Hausmädchen, Heiratsvermittlung. Ne, wir brauchen erstmal einen Gärtner, der hier unseren Garten macht. Genau. Ja, genau. So, dann kannst du dich anziehen. Alterskleidung. Kannst du mal was zu essen machen? Ach, wir haben noch Reste. Was haben wir denn da? Oh, das sieht aber hübsch aus. Habe ich hier ja gesehen. Ach so, ne. Dann, reservieren. Auch mal Pfannkuchen. Wir werden ein Haus bauen. Das werde ich dann auch in entweder einfach mal so ein Let's Play machen. Oder ich mache das so, Ah, guck doch schon der Gärtner, oder? Tatsache. Das solltest du eigentlich vorhin aufräumen, aber. Naja, gut. So, du machst jetzt lecker essen. Ich guck mal, wie es der Kleinen geht. Ja, der Kleinen geht's gut. Jasmin geht's gut. Dann ist ja alles in Ordnung. So, nein, 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 nein. Nicht anbrennen lassen, nicht anbrennen lassen. Gut. Mit dem, ich bin am Überlegen, mache ich das in so Let's Play. Und wir haben schon wieder viel zu viel Ungeziefer hier. So, oh. Schwarze Pfannkuchen. Ja, können auch Schokopfannkuchen sein. Gibt's ja auch. So, ich hab. Ja, ich weiß nicht, scheiße. Ich habe nur ein paar Häuser in der Häusertonne, die ich mal gebaut habe. Oh. Ja, wenn er auf zu essen geht, dann mal dran. Was wollen die jetzt alle hier von meinem Haus? So, wer ruft denn da an? Nee, kann ich. Nein, Fitnessflo ist nicht zu Hause. So, und du räumst jetzt mal hier eben bitte weg. Dass wir hier keine Ungeziefer haben. Ich glaube, dann kann ich das hier einsprühen. So. Besprühen. Da kannst du Post holen. Den beiden kleinen Süßen geht's gut. Wann kommt er denn nach Hause? Um 15 Uhr. Dann würde ich mal sagen, dass wir gleich zu einem Grundstück fahren. Also, wir. Ja, kannst du den hier bitte mal ausschalten? Wieso ist der denn überhaupt noch an? Und warum? Wir können eigentlich die Sachen hier verkaufen. Hochzeitsbogen und Schild brauchen wir nicht. Weil, Hochzeit findet irgendwann mal statt, aber nicht heute und jetzt. Also die Hochzeit mit Penny und Cora, das war ja groß, ein echt großer Reinfall. Ja. So. Was ist das? Kannst du das bitte entfernen? Du weinst doch jetzt wohl nicht um die Kakerlaken. Rechnung bezahlen, oder geht ja noch. Okay, schalte das aus, dann kannst du das bitte danach wegwerfen. Ich bin fertig für heute. Ja, okay. Du kommst da jetzt wohl nicht dran, ne? Jasmin, gehst du mal bitte hier hin? Ihr seht auch, das Haus ist klein. So, bezahl bitte die Rechnung, werf die Flasche weg und schalte danach bitte den Computer aus.
Wir warten jetzt mal, bis Florian wieder nach Hause kommt, dass wir ersten Windeln wechseln. Kannst du ja auch mal machen, der kann die Kleine mal erhalten. Danach kannst du, ach du, Julia die Flasche geben. So. Wir brauchen natürlich ein Kinderzimmer, zwei Stück, sind ja zwei. Wir werden mit Penny und Flo natürlich auch noch ein Kind machen, ist ja jetzt keine Frage, auf alle Fälle. Und ja, das machen wir dann so. So, hast du das jetzt gemacht? Bitte, danke. Oh, heul doch nicht wegen so ein paar Viecher, ey. Hol bitte die Kleine raus und füttere sie. Bitte, danke. Ich mache jetzt ein bisschen schneller hier, dass hier auch noch was passiert heute. Du brauchst aber lange, um das Kind da rauszulassen. Mach, beeil dich ein bisschen. Was ist los? Harndrang und Energie. Kannst du ins Gitterbettchen gehen, Jasmin, danach? Aber erstmal fütterst du die Kleine hier. So. Hoffentlich legst du das Kind jetzt nicht. Doch, du legst es auf den Boden. Ist mir auch wurscht. Mach. Leg Jasmin ins Bett. Kleine ist müde. Schneller. Kannst du hier bitte mal den ganzen Rest aufrollen? Erstmal das Kind hochheben. Tragen. Wann wird sie denn zum Kind in 2 Tagen? 11 Tage, dann ist sie noch ein Knacker. Da müssen wir mal gucken, dass wir mit Fitnessflow ein bisschen die Romanze auf Vordermann kriegen. Du solltest. Warte. So, dann machen wir das jetzt nochmal ganz einfach. Ins Gitterbettchen wegen Julia. Oh, hier kommt der junge Mann jetzt auch gleich mal nach Hause. Ich müsste mal eben. Nein, 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 genau so. Und so. Danach kannst du das hier bitte mal wegwerfen. Wegwerfen. Und. Huch. Ach du je. Wegwerfen, wegwerfen. So, der liebe Flo ist wieder zu Hause. So, in der letzten Woche, ja, okay, was haben wir? Gott. Du hast einen Arbeitskollegen mitgebracht. Sehr schön. So, du kannst dich aber dann gleich noch mit Penny ein bisschen beschäftigen. Kannst aber hier eben meine Monats ernten. Hör auf mit, keine Ahnung, wer da noch mehr ist, zu quaken. Und so. So. Kannst du das bitte nicht abhängen oder so? So. Flirten. Gar nicht. Ja, schon wieder diese komischen Viecher da unten. So. Nein, 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 nein. Mit dem Antrag, das machen wir später. Irgendwann. Zum Abchecken, flirten, streicheln. Ich bin jetzt mal so frei. Oh, das Essen ist schlecht.
Entspannen. Was macht er denn schon wieder hier? Muss die Zeitung klauen. Willst du dich jetzt auch mal bitte entspannen? Sonst. Gut, du gehst jetzt auch entspannen. So. Also, um das hier mal ein bisschen gleich in Balance zu bringen, machen wir doch Baby machen. Fitnessflo und. Ich glaube, das wollte sie. Oh, Jenny. Ja, es hat geklappt. Es hat geklappt. Es hat geklappt. So. Wir werden jetzt mal in die Welten gehen und mal ein passendes Grundstück für die beiden suchen, also für die vier, bald natürlich fünf, und dann werden wir mal schauen. Einen Moment, ich muss mir was trinken. Doch. So. Also, hier wohnen Penny und Fitnessblocker, kleiner habe ich das nach hinten versetzt. Wir könnten in das Haus ziehen. Oder wir platzieren die Villa der Freunde. Das ist wieder so eine Sache. Wer wohnt da? Alten Eisen. Das hier wäre auch nicht schlecht. Tobi haben wir ja im letzten Bild gebaut. Wer wohnt hier hinten? Spaßbremse. Hier ist von mir reich. Wir suchen uns mal ein schönes Grundstück aus. So eins. Würde eins noch gehen, aber direkt dahin. Wohngrundstück. Dann haben wir das Grundstück schon mal. Kostet 9000. Ja. So, ja. Wie lange nehme ich denn überhaupt schon auf? So, dann gehen wir doch einfach jetzt da zu diesem Grundstück. Und dann überlege ich mal, was für ein Haus. Der liebe Daniel von Simfeld, der hat hier mal so ein wunderschönes Grundstück gebaut. Also in Sims 4, die ist das denn gerade der Grundstück? Ja, der Grundstück ist gerade, okay. Hau ab, danke. Gott. Dann bin ich am überlegen, ob ich das Brick Panthers nachbaue oder vielleicht auch ein anderes Haus. Aber das weiß ich noch nicht. Und ja. Ich könnte so eine Wand ziehen. Boah, ich weiß gar nicht, wie ich das. Also ich weiß gerade nicht, wie ich das bauen soll. Also auf alle Fälle werden wir hier hinziehen und dann müssen wir mal schauen, was wir machen, dass wir die Fünfe dann halt in das große Haus ziehen, und dann war es das erstmal mit Kindern.
Wir müssen ja auch erstmal älter werden und ja. Deswegen würde ich sagen, was ist mir von der Folge hier? Wir sehen uns in einer nächsten Folge, vielleicht auch schon morgen, weiß ich noch nicht, muss mal schauen. Und ja, ich würde sagen, das war's. Wir sehen uns in einem nächsten Let's Play. Bis dahin, auf Wiederhören. Tschüss.